Nanda mit dem Einlab CTX 3030 im oberen Loch war dieses Stückchen römische Münze und im unteren Loch war die etwas größere, gar nicht mal so tief. Wenn man bedenkt, dass hier viele Leute suchen kommen, ist alles voll mit Löcher. Okay, die Reihe nach unten, die war ich. Gibt es hier einiges zu finden. Hier habe ich schon einige römische Münzen. Schauen wir es uns nachher an.